Herzlich willkommen auf musikmachen.de. Jens Filser, mein Name, heute für euch mit dem Mesa Boogie 550 Express Plus. Den Express gibt es schon ein bisschen länger. Das Plus kommt durch den neu hinzugefügten Boogie EQ in der bekannten 5-Band grafischen Regelung. Der ganze Amp ist ein Vollröhren-Amp, im Grunde genommen ein Zweikanaler. Das Ding kommt als Half-Stack hier an, Top-Teil und ein 1x12er-Speaker, hauseigene Boogie-Fabrikation. Soweit erstmal dazu, wir hören uns einfach ein paar Sachen an. Wir hören uns den Clean-Kanal an. Ich habe mir jetzt mal einfach eine Tele-Style-Gitarre genommen. Erster Kanal, Clean-Modus. Könnte so klingen. Crunch-Modus schalten, schauen, was passiert. Selbe Einstellung, EQ-Einstellung, alles gleich. Dann kriegt der M schon mächtig Pfund, ihr hört das. Der Sound ist gleich, kriegt aber nochmal richtig Schub und ist eigentlich fast ein bisschen zu laut. Ich gehe ein bisschen zurück mit dem Master. Also das wäre jetzt zum Beispiel nicht eine Kanalumschaltung, ist einfach nur das andere Voicing vom Amp. Dennoch völlig brauchbar, ohne dass ich jetzt an den Knöpfen wahnsinnig rumdrehen muss. So, für den Kanal 2 habe ich mir jetzt mal die Paula genommen. Modus von Kanal 2 ist Blues. Mal schauen, wie sich das anhört. Jetzt gehe ich einfach mal mit dem Kippschalter in die Burn-Abteilung. Mal schauen. Gain-mäßig immer noch nicht am Ende. Also, das ist ja schon jede Menge. Ich hau trotzdem noch ein bisschen rein mit dem Gain. Was kann man denn zusammenfassend sagen über den Boogie 550? Erstmal gesagt, ich konnte natürlich nicht alle Features jetzt hier wirklich ausfahren. Guckt in der Box nach, ihr könnt euch auf der Webseite von Boogie informieren. Wie auch immer, das Top liegt um die 1150 Euro. Die Box dazu ist ja optional. Boogie bietet an 2x12er, 4x12er oder diese 1x12er. Für so ein Amp von dem Format könnte man fast sagen, unbedingt mal auschecken. Ich spiele euch raus mit dem Kanal 2 in Burn-Stellung und trete auf der Mittelstrecke quasi den EQ mal rein, der das berühmte Boogie V hat und die Höhen und Bässe ein bisschen boostet. Das macht auch Spaß. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf musikmachen.de.